Herzlich willkommen bei Die richtigen Fragen noch einmal an diesem mittlerweile so späten Sonntagabend. Kurz vor 22:45 melden wir uns noch einmal mit einer Sondersendung Die richtigen Fragen. Wir gehen noch nicht schlafen und Sie sollten das auch nicht tun, denn wir zeigen Ihnen ein wichtiges, ein spektakuläres, ein weltexklusives Interview, das meinem Kollegen Bild-Vize Paul Ronsheimer da im fernen Kabul in Afghanistan gelungen ist. Es ist ein Gespräch mit ihm hier, mit dem Gesicht und der Stimme der Taliban, mit dem Taliban-Sprecher Mujahid. Er hat sich heute Bild live gestellt dort in Kabul und wir wollen Ihnen dieses Interview jetzt in ganzer Länge zeigen, immer wieder analysiert und eingeordnet, natürlich von Paul Ronsheimer selbst und von Bildchef Julian Reichelt. Euch beiden schönen guten Abend. Ganz kurz, bevor wir reinschauen, Julian, warum ist dieses Interview für uns, für die ganze Welt wichtig? Ja, dieses Interview zeigt das ja atemberaubende und wirklich unfassbare Dilemma, in dem die westliche Welt sich jetzt befindet. 20 Jahre haben wir Leben westlichen Ländern, Soldaten aus westlichen Ländern eingesetzt, um diese Menschen zu bekämpfen, mit denen Paul jetzt sprechen konnte und die jetzt zum Beispiel, wir werden es gleich hören, Bundeskanzlerin Angela Merkel großzügig zum Gespräch nach Kabul eingeladen haben. Da hat sich tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen die Weltlage komplett geändert. Unser Blick auf die Taliban hat sich da komplett ändern müssen. Aus Feinden sind jetzt Verhandlungspartner geworden innerhalb von Tagen. Und das ist das, was wir in diesem Interview auf wirklich beeindruckende Weise sehen werden. Paul, bei dir ist es mittlerweile tief, tief, tief in der Nacht. Wie bist du an dieses Interview gekommen? Wie kam es dazu? Kai, wir haben tagelang, wochenlang versucht, an diesen Mann zu kommen. In den letzten Tagen war das kaum möglich über einen afghanischen Kontakt. Wir haben immer wieder hin und her geschrieben und er war mit den Regierungskonsultationen beschäftigt. Es steht ja immer noch keine Regierung hier und es hieß immer, nein, überhaupt keine Zeit, wir sind nicht da. Und dann heute ganz plötzlich am Morgen kam der Anruf, ja, ihr könnt kommen. Und dann war so viel Verkehr in Kabul, Kai, dass wir nicht das Auto nehmen konnten, sondern gerannt sind, die Straßen hoch in das Ministerium zum Sprecher der Taliban, weil manchmal ist Kabul so voll, dass man für einen kurzen Weg 1-2 Stunden braucht und wir sind gerannt und haben das Interview bekommen. Jetzt wollen wir dieses Interview gemeinsam anschauen und ich habe es gerade schon gesagt, zwischendurch immer wieder einordnen, analysieren. Die Worte des Taliban-Sprechers lassen wir natürlich nicht einfach so stehen, sondern wollen tatsächlich miteinander diskutieren, was diese Worte bedeuten. Und jetzt schauen wir in den ersten Teil deines Interviews, Paul, gemeinsam rein. Herr Mujahid, zurzeit finden in Doha, aber auch von hier aus, viele Gespräche mit der deutschen Regierung statt. Können Sie uns sagen, um welche Art von Gesprächen es sich handelt und was bisher vereinbart wurde? Soweit ich weiß, haben wir einen Sonderbeauftragten für die europäischen Länder in unserem politischen Büro in Doha. Es handelt sich um Herrn Malawi Abdullah Wasik. Er ist in Kontakt mit vielen Ländern und vor allem mit Deutschland. Der Vertreter Deutschlands war in unserem politischen Büro in Doha. Wir haben uns mehrmals mit ihm getroffen und sind immer noch in Kontakt. Der Kontakt verläuft auch gut. Bei unseren Treffen ging es um die deutsche Präsenz in Afghanistan in den letzten 20 Jahren und darum, dass der Tumult und die Hysterie in unserem Land auch Deutschland betroffen hat. In Afghanistan befanden sich ja auch deutsche Truppen. Aber jetzt versuchen wir, den Dingen eine positive Wendung zu geben und ein neues Kapitel aufzuschlagen, indem wir einen richtigen Austausch und gute diplomatische Beziehungen pflegen. Außerdem wären wir sehr froh, wenn Deutschland uns und die Menschen in unserem Land unterstützen würde, denn historisch gesehen hatten wir starke und gute diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland. Es gibt in Kabul außerdem noch ein paar Gebäude, die von der deutschen Regierung errichtet wurden. Wir möchten die freundschaftliche Atmosphäre wiederbeleben, die zwischen Afghanen und Deutschen bestand. Die nächste Regierung wird auf einer freundschaftlichen Beziehung zu Deutschland beruhen. Wir hören von so vielen deutschen Ortskräften, die sich noch in Afghanistan aufhalten und aus Angst das Land verlassen möchten. Wie können sie Afghanistan verlassen? Und was sagen sie den Menschen, die sich jetzt verstecken? Erstens möchten wir, dass niemand Angst vor Afghanistan und den Afghanen hat. Wir haben nicht nur viele deutsche Diplomaten in Afghanistan. Auch viele deutsche Afghanen leben in unserem Land.
Sie sollten keine Angst haben, denn wir können Ihnen versichern, dass nichts und niemand Sie bedrohen kann. Für diejenigen, die das Land freiwillig verlassen möchten, gibt es kein Problem. Aber zuerst sollte das Außenministerium seine Arbeit aufnehmen. Wenn Menschen das Land verlassen wollen, sollte das auf legale Weise geschehen. Sie sollten einen Pass und ein Visum besitzen. Wir haben mit niemandem ein Problem, weil jedes Individuum frei entscheiden kann. Alle Menschen haben das Recht, dort zu leben, wo sie es wollen. Abgesehen davon müssen wir warten, bis der Flughafen seinen Betrieb wieder aufnimmt. Dann kann jeder das Land auf legale Weise verlassen und sie werden keine Probleme haben. Können also auch die Afghanen, die mit der deutschen Regierung zusammengearbeitet haben, das Land verlassen? Garantieren Sie das? Wir haben den Afghanen, die für Deutschland oder ein anderes Land gearbeitet haben, keine Probleme bereitet und werden es auch nicht tun. Wir werden dafür sorgen, dass sie sicher leben können. Sie werden nicht belangt werden und ihr Leben ist nicht in Gefahr, denn es war eine Zeit des Kämpfens, die nun beendet ist. Wir haben sogar eine Amnestie für all die Soldaten und Generäle verkündet, die Hunderte und Tausende von Taliban und Zivilisten getötet haben. Jetzt leben sie mit uns in Kabul und den Provinzen und es gibt keine Probleme und keinen Grund, sie zu bedrohen. Auch für die Afghanen, die mit Deutschland zusammengearbeitet haben, wird es keine Probleme geben. Wenn sie freiwillig das Land verlassen wollen, werden sie den legalen Weg einschlagen müssen. Gleichzeitig werden wir wissen, dass die Afghanen, die Afghanistan verlassen, nicht unter ungewissen Bedingungen leben, so wie die Afghanen, die im Ausland leben und sich in einem juristischen Schwebezustand befinden. Die humanitäre Situation in Ihrem Land ist problematisch. Sie bitten Deutschland um finanzielle Unterstützung. Wie hoch sollte diese Unterstützung ausfallen? In the next days and weeks, what is your expectation? Erstens möchten wir, dass eine gute Beziehung zu Deutschland entsteht. Das Islamische Emirat wird die gewünschte Regierung der Afghanen sein und wir möchten, dass die deutsche Regierung die bestmöglichen diplomatischen Beziehungen zu unserer neuen Regierung unterhält. Zweitens möchten wir, dass Deutschland uns im humanitären Bereich unterstützt und hilft, soweit die deutsche Regierung dies kann. Außerdem benötigen wir Hilfe im Gesundheitswesen, im Bildungsbereich und bei der Infrastruktur. Wir glauben, dass uns die deutsche Regierung wirklich helfen kann. Zudem könnte die deutsche Regierung ihre Unternehmerinnen und Unternehmer ermutigen, zu uns zu kommen und in unser Land zu investieren. Wir werden den Weg dafür ebnen und ihre Sicherheit gewährleisten. Kurz gesagt, kann uns die deutsche Regierung in verschiedenen Bereichen helfen, damit sich unser Land weiterentwickelt und der Wohlstand wächst. Deutschland spielt dabei also eine wichtige Rolle. Darauf zählen wir und Deutschland sollte sich keine Sorgen machen. Gab es von Ihrer Seite aus bereits Versuche, Angela Merkel oder Heiko Maas zu kontaktieren? Wir haben mit den Vertretern Deutschlands gesprochen und Ihr Sonderbeauftragter kam auch zu unserem politischen Büro in Doha. Ich bin mir sicher, dass Sie, Frau Merkel, unsere Botschaften übermittelt haben. Ich persönlich habe es aber nicht versucht. Würden Sie die deutsche Bundeskanzlerin hier in Afghanistan willkommen heißen? Angela Merkel oder Heiko Maas hier in Kabul? Ja, natürlich. Wir wollen eine voll und ganz sichere Umgebung hier in Afghanistan, das von allen Ländern der Welt akzeptiert wird und an das die Staats- und Regierungschefs glauben. Sie sollen uns besuchen und Angela Merkel würde besonders herzlich aufgenommen werden. Wir würden uns wirklich sehr über sie freuen. Der Taliban-Sprecher Mujahid, der die Bundeskanzlerin nach Kabul einlädt. Darüber müssen und wollen wir sprechen mit Bildchef Julian Reichelt und Bild-Vize Paul Ronsamer, der, wie Sie es gerade gesehen haben, dieses Interview geführt hat mit dem Taliban-Sprecher, dem Gesicht und der Stimme der Taliban. Paul, als er das gesagt hat, diese herzliche Einladung ausgesprochen hat als an die Kanzlerin, hast du das Gefühl, das meint der jetzt genau so, das meint der so herzlich, so ernst?
Kai, ich weiß nicht mehr so richtig, was ich hier glauben soll, was ich denken soll und fühlen soll manchmal, denn es ist so ein absurdes Tarn geworden hier, auch was dieser Mann, dieser Taliban-Sprecher dort in dem Interview gesagt hat. Denn noch einmal, das waren diejenigen, gegen die wir 20 Jahre gekämpft haben, die hier auf der Straße wahrscheinlich sofort versucht hätten, hier in Kabul mich zu lynchen, mich zu erschießen. Und jetzt sitzt man da auf dem Sofa neben ihm und er erzählt, dass die Kanzlerin jetzt zu Besuch kommen will. Also für mich war das eine surreale Begegnung und auch diese Aussagen, ich kann das nicht so richtig fassen und ich weiß auch nicht, ob ich es wirklich glauben soll. Das wird sicherlich die nächsten Tage, die nächsten Wochen zeigen. Aber ganz sicher, aus dem Hintergrund der Taliban macht das alles Sinn. Sie wollen das Geld aus dem Westen. Und natürlich wäre das für sie in ihrer Propagandawelt das Allergrößte, wenn die Kanzlerin ausgerechnet jetzt hier zu Besuch käme. Also Julian, der ist so lange freundlich, solange der unser Geld will und bekommt. Also das heißt, der meint das erstmal so herzlich, weil der will eine ganze Menge von uns. Ja, natürlich ist es genau das, aber was ja bemerkenswert ist, ist das vollkommen neue und gewandelte Auftreten der Taliban. Und da muss man sich ja fragen, was wollen sie damit erreichen? Die Taliban sind kommunikationsmäßig derzeit offenbar besser beraten als so manche Wahlkampagne in Deutschland. Sie haben einen vollkommen neuen Sound gefunden. Sie sind sanft. Sie sprechen die Sprache der Versöhnung, des Vergebens. Sie wissen, dass das der Ton ist, der erstens im Westen ankommt, aber vor allem auch der Ton ist, der im Westen ja so dringend gebraucht wird. Vergessen wir nicht, das, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, ist das größte außen- und verteidigungspolitische Debakel der letzten Jahrzehnte. Verantwortet von unserer Bundeskanzlerin, verantwortet vom US-Präsidenten, verantwortet von all den Staats- und Regierungschefs westlicher Länder, die sich dort engagiert haben. Die brauchen ja jetzt etwas. Und das wissen die Taliban, weil sie offenbar kommunikativ fabelhaft beraten sind und sich in den letzten zwei Jahrzehnten, die sie gekämpft haben, auch in ihrer Sprache und in ihrer Fähigkeit, Politik zu machen, extrem weiterentwickelt haben. Und ich würde sagen, zu der entscheidenden Frage, was können wir denen glauben? Natürlich erstmal gar nichts. Aber was wir ihnen durchaus glauben können, ist, dass sie für sich das Beste rausholen wollen. Und sie sehen natürlich, dass die Welt sich gewandelt hat, dass selbst für Regime wie ein mögliches Taliban-Regime sehr viel rauszuholen ist. Und wenn ich die Sprache des Taliban-Sprechers höre, erinnert mich das sehr an die Islamische Republik Iran, ebenfalls ein grauenvoller Mullah-Staat, in dem die Scharia gilt, der es aber geschafft hat, durch ein Atomprogramm, in dem man Druck gemacht hat auf den Westen, für sich die bestmögliche Position rauszuholen. Mit dem deutschen Außenminister, dem amerikanischen Außenminister am Verhandlungstisch sitzt. Ich glaube, da haben sich die Taliban einiges abgeschaut. Und genau das werden sie jetzt auch versuchen. Und ich prognostiziere, sie werden Erfolg haben. Jetzt landet ja in diesen Sekunden, in diesen Minuten via Bild Live diese Einladung im Kanzleramt, auf dem Tisch der Kanzlerin. Sollte sie, Julian, diese Einladung annehmen? Nein, die sollte sie natürlich unter gar keinen Umständen annehmen. Wobei die Kanzlerin auch schon neben anderen Menschen gestanden hat, die Blut an den Händen haben. Gerade neulich Wladimir Putin, der hier in Berlin Menschen umbringen lässt. Also wäre nicht das erste Mal, dass sie neben Männern mit zweifelhaftem Weltbild und korruptem Wertesystem sitzen würde. Aber auf jeden Fall wird Angela Merkel auf dieses Angebot eingehen, indem sie, und sie ist ja im Prinzip schon darauf eingegangen, sie hat ja sich für die Verhandlungen mit den Taliban ausgesprochen, sie wird das nicht auf ihrem Level machen, wird sie nicht, sollte sie nicht, vermutlich bleibt ihr auch kaum noch genug Zeit dazu, aber sie würde es ohnehin nicht tun. Aber diese Verhandlungen werden ja bereits geführt. Und ich glaube, dass wir innerhalb relativ kurzer Zeit eine Konferenz erleben werden, die große Konferenz, Armin Laschet hat sie vorgeschlagen, der Vorschlag kommt aber auch aus anderen Ländern, eine Konferenz auf Außenministerebene erleben werden, bei denen die Taliban anwesend sind und Außenminister aus aller Welt. Und wenn die Chinesen und die Russen erstmal ihre Außenminister schicken, weil die das Ganze ja ganz anders betrachten, dann würde es mich nicht wundern, wenn Heiko Maas eine seiner letzten Reisen noch zu den Taliban machen kann. Paul, jetzt hast du ja auch eine, ja sozusagen Amnestie für all diejenigen angesprochen,
die Deutschland, die westlichen Truppen, die Bundeswehr, die Bundesregierung dort in Afghanistan so tatkräftig unterstützt haben in den vergangenen Jahrzehnten, in den vergangenen 20 Jahren. Und da gab es dann sehr freundliche Worte von dem Taliban-Sprecher Mujahid. Und der hat ihnen garantiert, dass es keine Probleme geben werde für sie. Jetzt ist es ja nicht so wichtig, vielleicht wie wir das beurteilen, aber du bist in ständigem Kontakt ja mit diesen sogenannten Ortskräften, mit vielen, die noch da bleiben mussten, weil sie es nicht rechtzeitig rausgeschafft haben. Also was geht denen durch den Kopf, wenn sie diese Zusicherung hören? Fühlen die sich dabei etwas erleichtert oder glauben die das überhaupt nicht und leben in schrecklicher Angst? Nein, Kai, die Menschen, die hier in Kabul in Vielzahl sich verstecken, tausende Menschen, musst du dir vorstellen, die glauben davon kein Wort. Ich habe in den vergangenen Tagen viele getroffen und es ist ja schon mehrfach vorgekommen, dass der Sprecher hier gesagt hat, es gibt eine Amnestie. Und die Menschen haben mir gesagt in ihren Verstecken, selbst wenn er das so meint, selbst wenn er sagt, okay, wir machen das jetzt so, wer sagt mir denn, dass alle Taliban hier auf den Straßen das so sehen? Wer sagt mir denn, dass es nicht Machtkämpfe gibt, wie man mit den Ortskräften umgeht? Und wir hören aus dem Taliban-Umfeld, dass es die bereits gibt, natürlich. Es gibt diejenigen, die ein besonders radikales Vorgehen wollen und andere, die sagen, wir müssen mit dem Westen verhandeln, deswegen darf da nichts passieren, deswegen darf es keine Rache geben. Aber in Afghanistan muss man sich das so vorstellen, man stelle sich vor, der Cousin XY wurde getötet von von der US-Armee und dieser Cousin, der andere, bezichtigt jetzt denjenigen, ihn verraten zu haben. Also da gibt es ganz, ganz viele offene Rechnungen und vielleicht ein aktuelles Beispiel, Kai. Ich kenne hier einen Übersetzer, der mit internationalen Journalisten unterwegs war. Der wurde dann gesehen von den Taliban hier an verschiedenen Checkpoints und die haben gesagt, Moment mal, du hast doch in der Vergangenheit auch mit den Amerikanern gearbeitet und jetzt mit Journalisten. Das geht aber nicht. Pass lieber auf, hör auf zu arbeiten. Also das, was gesagt wird und das, was dann wirklich passiert, da ist noch ein gewaltiger Unterschied. Sag mir noch eins, Paul, wo wir dich in dem Interview in dem ersten Teil gesehen haben mit dem Taliban-Sprecher Mujahid. Wie war das atmosphärisch auch drumherum? Ist das da, wird da auch mal gescherzt oder ist das total distanziert? Läuft das professionell ab? Beschreib uns ein bisschen, wie das drumherum ablief. Ja, es war so, dass der Anruf sehr, sehr spontan kam, dass der Mann immer unterwegs ist zwischen den verschiedenen Verhandlungsteilen hier. Es gibt im Serena Hotel, das bekannteste Hotel der Stadt, dort sind viele pakistanische Offizielle und Teile der Anführer der Taliban, wo dann auch der Sprecher oft unterwegs waren. Es geht dann hin und her vom Palast und in diese Hotels, in diese Verhandlungsgruppen. Insgesamt muss man sagen, war das Gespräch sehr entspannt. Das war ein Büro, ein ehemaliges Ministerbüro, Ministry for Culture und Information, also für Kultur und Information, wo vorher die afghanische Regierung war. Und das haben jetzt die Taliban besetzt. Und dahinter gab es viele afghanische Bücher, also noch aus dem alten Büro. Und ohnehin hat man das Gefühl, dass sie eben ausstrahlen wollen, wir sind anders, wir sind nicht mehr so, wie ihr euch uns vorstellt. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, wer wir sind. Aber noch einmal, das wird sich erst zeigen müssen in den nächsten Wochen. Und Paul, du hast ihn kritisch befragt, du hast ihn auch, wie wir jetzt im zweiten Interviewteil sehen können, ganz explizit vor allen Dingen auf die Rolle der Frauen künftig im Taliban Afghanistan angesprochen. Gestern wurde bei einem Protest in Kabul brutal gegen Frauen vorgegangen. Dürfen Frauen hier protestieren und was wird ihre Rolle sein? Dürfen sie arbeiten? Was ist mit Schulen und Universitäten? Wie werden die Bestimmungen aussehen? Wir wollen eine islamische Regierung. Und eine islamische Regierung hat ihre eigenen Regulierungen und Vorschriften, die auf der Scharia beruhen. Im Islam haben Frauen ihre besonderen Rechte. Die Rechte, die ihnen der Islam und die Scharia zusprechen, unterstützen wir voll und ganz. Wir werden ihnen definitiv ihre islamischen Rechte zugestehen und die Frauen werden auch in verschiedenen Bereichen der Regierung arbeiten. Zudem arbeiten aktuell Frauen im Gesundheitswesen und im Bildungssektor.
Frauen dürfen gerne in diesen Bereichen arbeiten. Sobald die neue Regierung bekannt gegeben ist, wird es auch besondere Anweisungen für sie geben. Der wesentliche Grund, warum im Moment keine Frauen in anderen Bereichen arbeiten, besteht darin, dass sie sich sowohl physisch als auch mental sicher fühlen sollen und auf dem Weg zur Arbeit nicht ständig Problemen begegnen sollen. In den ersten Tagen nach unserer Ankunft in Kabul gab es leider ein paar Frauen, die physisch und mental misshandelt wurden. Sie standen auch einigen gesellschaftlichen Problemen gegenüber. Um all diese Probleme zu lösen, warten wir noch auf die neue Regierung und arbeiten an neuen und positiven Veränderungen. Was den Protest betrifft, muss ich Ihnen sagen, dass die betroffenen Frauen den Präsidentenpalast betreten wollten. Das Problem lautete, dass dort kein offizieller Vertreter unserer Seite anwesend war. Wir sagten ihnen das, aber sie bestanden darauf, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, und die Sicherheitskräfte gingen gegen sie vor. Wir riefen unsere Sondereinsatzkräfte, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Die Regierung wurde noch nicht vorgestellt, insofern ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Proteste und Demonstrationen. Diese Frauen sollten Geduld haben und die neue Regierung abwarten. Aber warum wurden sie gestern angegriffen? Sie wurden nicht angegriffen. Zuerst hatten sie versucht, den Präsidentenpalast zu betreten. An den Checkpoints sagten sie, sie wollten ihn betreten und im Inneren des Palastes protestieren. Da sich niemand im Palast aufhielt, sollten die Sicherheitskräfte an den Checkpoints sie am Betreten des Palastes hindern. Was geschehen ist, war nicht gut. Vertreter des Nachrichtendienstes trafen rechtzeitig ein, drängten die Sicherheitsleute zurück, die gegen die Frauen vorgingen. Verhaftete Personen wurden wieder freigelassen. Ich habe neulich am Unabhängigkeitstag in Wardak teilgenommen und die Menschen feierten ihren Sieg gegen die westlichen Truppen. Sie sagten, von nun an herrsche im Land die Scharia. Was bedeutet das? Herrscht nun die Scharia? Und was sind ihre wichtigsten Regeln? Die Menschen in Afghanistan sind Muslime. Die Scharia ist das Gesetz der Regierung. Deswegen haben die Menschen dies betont. Die Afghanen haben 40 Jahre lang dafür gekämpft und der Krieg der letzten beiden Jahrzehnte hatte unter anderem zwei Ziele. Erstens, die Präsenz der internationalen Streitkräfte zu beenden. Zweitens, die Scharia in Afghanistan umzusetzen. Die Scharia ist das Gesetz, mit dem der Islam bestimmte Regeln für einzelne Personen, den Staat und die Gesellschaft festlegt. Wenn westliche Länder Flüchtlinge zurückschicken würden, weil sie ein Verbrechen begangen haben, zum Beispiel in Deutschland, wären sie dann zukünftig entsprechend der Scharia bestraft? In der Tat. Ihr Fall wird geprüft werden, und wenn Sie mit Ihrem Verbrechen gegen islamisches Recht verstoßen haben und wir Sie bestrafen sollen, dann kommen Sie vor Gericht. Oder Sie werden bei einem geringfügigen Vergehen abgeschoben und die Abschiebung selber ist die Strafe. Wenn Sie ein Verbrechen begangen haben und der Kläger das Gericht bittet, sich der Sache anzunehmen, werden Sie natürlich angeklagt. Ja, Julian, da kann das Gesicht der Taliban teilweise noch so freundliche Worte sagen oder noch so freundlich aussehen in Teilen dieses Interviews. Die Freundlichkeit hört eben da auf, wo die Fratze der Scharia beginnt. Kai, faszinierendes Gespräch. Was man auf jeden Fall einmal sagen muss, die Taliban sprechen im Klang, im Sound der Gewinner. Sie sind selbstbewusst, sie sind selbstsicher. Sie wissen, der Westen, diese militärische Übermacht, ist geschlagen worden, ist vertrieben worden nach 20 Jahren härtestem Kampf, nach 20 Jahren brutalstem Krieg. Sie können für sich in Anspruch nehmen, wir haben die NATO geschlagen, und genau mit diesem Selbstbewusstsein und dieser Souveränität treten sie auf. Sie treten ganz klar auf mit der Botschaft, wir haben ja jeden Grund gelassen zu sein, denn wir haben nichts zu befürchten, nicht einmal von der NATO. Interessanter Punkt, wie der Sprecher der Taliban selbst Kritik geäußert hat darüber, dass man mit einer Demonstration mit Frauen vielleicht zu hart umgegangen sei. Undenkbar bis vor kurzem. Da merkt man die Kombination aus einerseits Siegesgewissheit, Triumphalismus, aber auf der anderen Seite eben auch sehr kluger PR-Beratung.
dann kommt es, wie du gesagt hast, zur Scharia. Die Scharia, das Recht des Islams, das die Taliban jetzt in Afghanistan einführen wollen und auch ganz sicher einführen werden. Da sprechen Sie von den Rechten der Frauen, die Frauen in der Scharia genießen. Nun ja, Rechte der Frauen in der Scharia sind nichts, was wir bei uns als Rechte bezeichnen würden, sondern als massivste Einschränkung. Frauen, das können wir noch mal kurz, Julian, das können wir noch mal ganz kurz zitieren. Ich habe mir das noch mal aufgeschrieben, den Satz dort von Herrn Mujahid. Er sagt, im Islam haben Frauen ihre besonderen Rechte, die Rechte, die ihnen der Islam und die Scharia zusprechen. Und die unterstützen wir voll und ganz. Voll und ganz? Ganz konkretes Beispiel hier. Frauen haben in der Scharia das Recht, von Männern und ihren gierigen Blicken geschützt zu sein. Deswegen gehören sie unter die Burka. Das ist ein Recht der Frau. Das ist keine Einschränkung nach Sicht der Scharia. Das ist ein Recht der Frau nach Sicht der Scharia. Deswegen, ja, das stimmt, die Taliban werden die Rechte der Scharia für Frauen umsetzen. Nur hat das nichts mit Rechten zu tun, sondern das sind grausamste Einschränkungen. Letzter Punkt, weil es ja auch um Straftäter ging und auch da ging es um Frauen. Die Straftäter, der Straftatbestand Vergewaltigung. Es geht ja in Deutschland immer wieder darum, sollen wir Vergewaltiger nach Afghanistan abschieben? Ja, natürlich sollen wir das. Warum? Weil Vergewaltiger nach der Scharia in Afghanistan gar nicht zu befürchten haben. Für die Vergewaltigung wird in Afghanistan nämlich nicht der Mann bestraft, sondern die Frau. Und zwar für Ehebruch. Und allerletzter Punkt, Kai, die Scharia ist nichts, und das muss man einmal klar sagen, was die Taliban jetzt mit Waffengewalt Afghanistan aufzwingen. Die Afghanen leben in der überwältigenden Masse auch in den letzten 20 Jahren nach den Gesetzen der Scharia. Es ist tatsächlich ein zutiefst islamisches, islamistisches Land, was nach der Scharia lebt. Und wie sehr die afghanische Bevölkerung die Scharia verinnerlicht hat und an ihr hängt und gar nicht von ihr befreit werden will, erkennt man ja daran, dass sie sehr oft mitbringen nach Deutschland. Wenn sie zu uns kommen als Flüchtlinge, dann lassen sie vieles zurück. Aber die Scharia zieht oft mit, was dann bei uns oft zu grauenvollen Straftaten führt. Wie erlebst du, Paul, diese Momente? Du sitzt diesem Taliban-Sprecher Mujahid gegenüber. Er formuliert mal ganz locker, lässig, entspannt, welche Rechte in Anführungsstrichen Frauen in seinem Land haben und wie selbstverständlich das natürlich ist, die Scharia mit ganzer Kraft und ganzer Grausamkeit durchzusetzen. Ich habe in dem Moment an die Frauen gedacht, die hier in den vergangenen Tagen protestiert haben oder auch an diejenigen, die sich versteckt halten und an diejenigen, die Angst haben vor ihrer Zukunft. Denn mehr oder weniger während er das verkündet hat, haben die Taliban Regeln verkündet, zum Beispiel für Universitäten. Da ist jetzt davon die Rede, dass es zwei Eingänge gibt, also Männer und Frauen nicht mehr durch den gleichen Eingang gehen dürfen. Dann wurde über Schulen und Universitäten gesprochen. Auch da gibt es große Sorgen, dass es am Ende eben keine Möglichkeit mehr gibt für die Bildung für Frauen. Und ich bekomme ganz, ganz viele Nachrichten, Kai, dadurch, dass viele Menschen wissen, dass ich hier bin, von Leuten aus der Stadt, aus Kabul, die mir schreiben, ich kann hier als Frau nicht mehr leben, ich will hier nicht leben, ich habe riesige Angst, das ist die Realität. Und ich glaube, wie Julian schon richtig sagt, die Taliban verstehen, wie sie hier PR machen. Die Frage wird sein, was sind dann am Ende die Gesetze, die sie umsetzen? Und das werden wir wahrscheinlich erst erkennen, wenn diese neue Regierung gebildet ist. Da sagt der Sprecher auch, da muss man jetzt abwarten und schauen. Aber dann wird hier die Wahrheit auf den Tisch kommen. Mich irritiert in den Tagen, Julian, wenn wir diese Bilder sehen von diesen, wie du ja auch gesagt hast, so selbstbewussten Taliban, wie geordnet das alles erscheint. Also die haben jetzt eigentlich ja ein völliges Tohuwabohu in Kabul und in Afghanistan. Nach so vielen Jahrzehnten sind die plötzlich an der Macht. Eigentlich, wir kennen das ja auf viel geringerem Level hier aus Deutschland, wenn wir hier mal einen Regierungswechsel haben, wie lange das dauert, bis man dann anfängt zu arbeiten, bis man sich geordnet hat und der Wechsel da in Kabul, der ist ja ist eine größere Veränderung tatsächlich. Und die machen einen total geordneten Eindruck. Da sitzt mit Paul der Sprecher und sagt ganz, ganz in Ruhe, was die nächsten Schritte, was die nächsten Ziele sind. Das erscheint mir völlig befremdlich. Wie erklärst du das? Die Taliban haben ein steinzeitliches, barbarisches Weltbild und auch immer wieder, und das werden sie noch viel deutlicher zeigen in den Jahren, die jetzt kommen werden, ein steinzeitliches, barbarisches Auftreten und Vorgehen. Aber sie sind nicht von Menschen aus der Steinzeit und von Barbaren beraten, ganz im Gegenteil.
Der pakistanische Geheimdienst hat seinen Chef einfliegen lassen. Faszinierendes Foto lief da gestern. Der pakistanische Geheimdienstchef in der Lobby des Serena mit einer Tasse Tee in der Hand, im lockeren, heiteren Gespräch mit Vertretern der Taliban. China und Russland sind massiv präsent vor Ort. Die Taliban haben inzwischen hochprofessionelle Berater, die alle ihre eigenen Interessen haben, aber die alle erstmal das Interesse haben, dass die Taliban Erfolg haben und dann sozusagen erfolgreich als Marionette eingesetzt werden können. Denn wir wissen ja alle, die Taliban werden keine geopolitischen Ansprüche stellen. Die Taliban werden nicht mit Deutschland bilaterale Verhandlungen ziehen wollen. Die Taliban waren oder jedes Regime in der Region war immer Marionette für irgendwen. Das letzte afghanische Regime, die letzte afghanische Regierung, zutiefst korrupt wie sie war, war die Marionette der Amerikaner, das muss man so ganz klar sagen, und des Westens. Und die Taliban sind jetzt die Marionette wieder der Pakistanis, der Russen und der Chinesen. Und die tun im Moment alles dafür. Von PR bis logistische Unterstützung, Organisation, Geld, Cash in Koffern, was man sich nur vorstellen kann, damit die Taliban da einen ordentlichen Auftritt hinlegen. Und das hat Paul ja heute erlebt. Das kriegen sie ganz gut hin. Wir wollen ihr beiden, Bildchef Julian Reichelt und Bildvize Paul Ronsheimer, jetzt gleich in den dritten Teil dieses beeindruckenden Interviews reinschauen. Und darin, Paul, hast du auch an diesem Tag, an dem wir hier in Berlin über einen Fall berichten, eines Afghanen, der brutal auf eine Frau eingestochen hat in Berlin-Wilmersdorf, nur deshalb, weil er diese Frau auf der Straße hat arbeiten sehen. An diesem Tag reden wir auch über die Abschiebung von Straftätern zurück in deren Heimat nach Afghanistan. Und daraufhin hast du den Taliban-Sprecher Mujahid in deinem Interview angesprochen. Zurück bei den richtigen Fragen hier eine Dreiviertelstunde vor Mitternacht am Sonntagabend mit einem ganz besonderen, ja spektakulären, weil so exklusiven Interview von unserem Kollegen Bildvize Paul Ronsheimer mit ihm, nämlich mit dem Gesicht und der Stimme der Taliban, den Taliban-Sprecher Mujahid. Dieses Interview, Paul, hast du heute in Kabul führen können. Sag uns noch einmal, wie kam das dazu? Kai, wir haben tagelang, eigentlich eine Woche schon versucht, an ihn ranzukommen. Er ist der Mann, der weltbekannt geworden ist. Er ist das Gesicht der Taliban. Bevor sie hier an die Macht kamen, kannten ihn Journalisten, aber haben ihn nie gesehen. Er stand mit Einzelnen in Kontakt und plötzlich ist er aufgetaucht, wie so viele hier in Kabul, und hat Pressekonferenzen gegeben. Normalerweise ist es schwer, ein so langes Einzelgespräch zu bekommen, aber hier mit unseren afghanischen Kontakten haben wir es dann geschafft. Und das ging dann heute Morgen ganz schnell. Wir mussten dorthin rennen, da war zu viel Verkehr, ins Ministerium rein, ein ehemaliges Ministerium der afghanischen Regierung. Und dann saßen wir dort schnell in seinem Büro und es ging los und wir hatten 45 Minuten, konnten mit ihm über alles sprechen. Wie unwohl, wie unsicher hast du dich in dem Moment in seinem Büro in diesen Momenten gefühlt? Unwohl kann ich nicht sagen, weil ich mich auf meinen Job konzentriert habe, nämlich Fragen zu stellen. Und man gewöhnt sich hier in Kabul daran mittlerweile, dass die Taliban regieren. Ja, man muss das beobachten, man muss ihnen kritische Fragen stellen. Aber er ist jetzt nicht derjenige, der am unsympathischsten bislang war von den Taliban, die ich getroffen habe. Vor ein paar Tagen, Kai, war ich bei dem sogenannten Unabhängigkeitstag. Also dort wurde ich noch ein bisschen feindlicher angeschaut als in diesem Taliban-Büro. Ja, das kann man wohl sagen. Die Blicke haben wir ja hier live gesehen bei Bild Live. Du wurdest da angeguckt wie ein Mensch aus einer anderen Welt. Und ich habe in dem Moment auch gesagt, keine Sorge, Paul, du bist nicht, ja, du hast den Bart stehen lassen. Ja, aber ich habe in dem Moment das so empfunden. Es sah so aus, als seist du der Geisterfahrer. Aber nee, die anderen waren es alle. Und du bist in die richtige Richtung unterwegs gewesen in dem Moment. Paul, wir wollen uns den dritten Teil des Interviews anschauen. Wir haben gerade schon gesehen, dass der Taliban-Sprecher Mujahid eine, wie er sagt, herzliche Einladung an die Bundeskanzlerin nach Kabul ausgesprochen hat. Und wir haben ihn dann mit freundlichem Gesicht knallhart sagen hören, was er unter den Gesetzen der Scharia versteht und wie er die Rolle der Frau dort sieht. Und in dem letzten Teil des Interviews, Paul, hast du mit ihm über Abschiebungen auch von deutschen Straftätern nach Afghanistan gesprochen.
Sie haben in diesem Interview viele Versicherungen abgegeben, dass niemandem etwas passieren wird. Wie erklären Sie sich dann, dass so viele Menschen Angst vor den Taliban haben und flüchten? Die Angst stammt daher, dass es in den letzten 20 Jahren Propaganda über uns gegeben hat. Die Menschen hatten den falschen Eindruck, dass die Taliban Menschen töten und sie nicht am Leben lassen. Diese Fehlinformationen über uns hatten natürlich ihre Folgen. Deswegen gibt es immer noch einige Leute, die noch Angst haben oder uns nicht trauen. Es gab viele Leute oder Beamte in den vergangenen Regierungen, die Zivilisten getötet haben, und diese Leute fürchten ebenfalls um ihr Leben. Aber wir können nur wiederholen, dass diese Angst unbegründet ist. Wir stellen für niemanden in diesem Land eine Bedrohung dar. Niemand schwebt in Gefahr. Afghanistan ist unser gemeinsames Heimatland. Jeder mit verschiedenen Ansichten kann hier leben und an der Entwicklung des Landes mitarbeiten. Wir versichern Ihnen, dass Ihr Leben geschützt ist und dass für Sie keine Bedrohung besteht. In Deutschland wird über die Flüchtlinge diskutiert, ob sie in ein Nachbarland wie Österreich geschickt werden oder vielleicht zurück nach Afghanistan. Was würden Sie der deutschen Regierung sagen, falls sie die Flüchtlinge zurück nach Afghanistan schickt? Wir wollen, dass alle Afghanen, die sich im Ausland, vor allem in Deutschland, als Flüchtlinge aufhalten, zurück in ihr eigenes Land kommen. Denn ich weiß, dass die deutsche Regierung ihre eigenen Probleme mit den Flüchtlingen hat. Und die Flüchtlinge wiederum haben Schwierigkeiten mit den Regelungen und Verordnungen in anderen Ländern. Diese Afghanen werden also unter ungewissen Bedingungen leben, wenn sie in andere europäische Länder gehen. Wir wollen, dass sie in ihre Heimat zurückkehren, wo sie die Regelungen und Verordnungen kennen. Somit können sie auch mit allen anderen Schwierigkeiten umgehen. Wir hoffen, Afghanistan so weit und so zuverlässig zu entwickeln, dass alle Afghanen auf der ganzen Welt freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Was wäre Ihre Botschaft an die Kanzlerin? Sie haben auch bereits gesagt, dass Sie Angela Merkel in Afghanistan willkommen heißen würden. Zunächst möchten wir, dass unsere Regierung von allen Ländern der Welt und vor allem von Deutschland anerkannt wird. Wir möchten, dass unsere diplomatischen Beziehungen so gut wie möglich wiederhergestellt werden. Wenn es gute diplomatische Beziehungen gibt, dann gibt es auch Authentizität und Verlässlichkeit. Dafür müssen wir in Kontakt mit der deutschen Regierung stehen und wir würden Kanzlerin Merkel nach Afghanistan einladen. Gleichzeitig möchten wir auch Deutschland besuchen. Wir möchten mit allen Ländern der Welt diplomatische Beziehungen unterhalten und vor allem mit Deutschland, denn Deutschland hat gute, historisch zurückreichende Beziehungen zu Afghanistan. Zuvor sind die Taliban selten auf Fotos oder in Videos in Erscheinung getreten. Wie fühlt es sich an, dass sie jetzt weltweit im Fernsehen gezeigt werden? Wir haben uns aus Sicherheitsgründen nicht gezeigt. Wir konnten keine Fotos machen oder persönlich mit den Medien sprechen. Die Situation erfordert es nun, dass wir im Fernsehen auftreten und mit den Medien in Kontakt sind. Ich halte das auch für einen guten Schritt, denn wir werden in einer Beziehung zum Rest der Welt stehen und unsere Authentizität wird deutlich werden. Wir sind ein Teil dieser Welt und nehmen unsere Rolle ernst. Ich arbeite von 6 Uhr morgens bis Mitternacht. Was für skurrile, was für seltsame Sätze und gleichzeitig so beeindruckend von diesem Taliban-Sprecher Mujahid, der sagt, er möchte diplomatische Beziehungen mit allen Ländern. Er sagt, wir sind ein Teil dieser Welt, wir Taliban, und dafür arbeite ich von 6 Uhr morgens bis Mitternacht, Julian. Ja, wir lernen, die Taliban haben sehr ähnliche Arbeitszeiten wie wir. Im Ernst, hochfaszinierend, was der Mann da sagt, weil es zeigt, wie tief sich dieses neue Taliban-Regime offenbar mit der geopolitischen Lage und auch mit den Schwachpunkten in der geopolitischen Lage beschäftigt. Er hat das Thema Flüchtlinge, Afghanen in Deutschland angesprochen. Das, was er da beschrieben hat, könnte ja akkurater nicht sein. Ja, viele Menschen, die aus Afghanistan hergekommen sind, haben tatsächlich Probleme damit, sich hier einzufügen in diese Gesellschaft. Und ja, das haben sie, weil sie vielerorts so leben wie in Afghanistan. Und deswegen ist das so eine spannende Antwort. Denn die Antwort des Taliban-Sprechers stellt die Bundesregierung ja hier vor ein ganz knallhartes Dilemma. Noch sagt die Regierung, nein, wir wollen nicht nach Afghanistan abschieben. Abschiebestopp, keine Straftäter nach Afghanistan abschieben. Dazu 2 klare Punkte. Erstens habe ich eben schon gesagt,
Nach Scharia haben Straftäter, die wir in Deutschland als Straftäter verurteilen, in Afghanistan oft gar nicht zu befürchten, weil die Vergewaltigung eben in Afghanistan kein Verbrechen des Mannes, sondern absurder und abstruserweise ein Verbrechen der Frau ist. Deswegen muss man hier sagen, natürlich abschieben nach Afghanistan, wenn sie dort nach der Scharia nicht zu befürchten haben. Zweitens auch das zu Scharia. Der Sprecher der Taliban sagt, er erzählt dort etwas, was ich an dem Punkt für tatsächlich glaubwürdig halte. Die Taliban wollen ein Afghanistan schaffen, wie sehr viele Afghanen, natürlich nicht die modernen Afghanen, die jetzt 20 Jahre das freiheitliche Leben in Kabul gekostet haben. Aber das würde ich sagen, nach vielen Jahren, die ich dort verbracht habe, die Mehrheit der Afghanen sich wünscht. Die Taliban wollen ein Ordnungsprinzip mit der Scharia schaffen, was viele Afghanen sich wünschen. Das wird von vielen Afghanen als ihre kulturelle Stabilität empfunden, die Scharia. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja gut, wenn das halt das Rechtssystem vor Ort ist und das, was man sich in diesem Land wählt, warum dann dahin nicht abschieben? Das ist die Frage, die die Bundesregierung in den nächsten Tagen beantworten muss, zumal hier ja nicht nur über Abschiebung geredet worden ist, sondern sozusagen über eine Einladung an die Menschen, die ja auch vor dem Krieg, den der Westen dort geführt hat, geflohen sind, zurückzukommen in die Heimat und die Heimat aufzubauen. Und warum wir jetzt Menschen daran hindern sollen, diese Einladung abzulehnen, das müsste die Bundesregierung dann erklären. Insofern hochinteressante Aussage. Das heißt, Paul, das wird hier nochmal eine ganz neue innenpolitische Debatte auslösen, diese Aussagen des Taliban-Sprechern. Wie kommt das aber, diese offenen Arme, kommt doch zu uns, ihr Flüchtlinge, die ihr abgehauen seid nach Europa, nach Deutschland. Wie kommt das in der Community hier in Deutschland an? Was glaubst du? Du kennst ja viele hier lebende Afghanen, also beispielsweise in der großen Community in Hamburg oder ganz genauso in Berlin. Ich glaube, dass die Menschen wissen, dass diese Versprechungen am Ende nichts wert sind. Ich glaube, dass auch der Taliban-Sprecher nicht dafür stehen kann, wirklich Sicherheit zu gewährleisten. Und ich wage die Prognose, dass wir da vielleicht jetzt drüber sprechen können und dass Politiker das fordern können, aber dass keine Abschiebungen passieren werden in den nächsten Monaten und auch nicht in den nächsten Jahren. Davon gehe ich stark aus. Denn ich glaube, dass am Ende diese Abschiebungen gerichtlich untersagt werden, weil durch die Nichtstabilität hier in Afghanistan eine Situation entstanden ist, dass keine Leute hierhin abgeschoben werden dürfen und wahrscheinlich auch nicht abgeschoben werden. Davon gehe ich stark aus. Und wenn wir uns anschauen, dass immer noch tausende Leute hier in Kabul sitzen und nicht wissen, wie sie rauskommen sollen, weil sie verfolgt werden, dann glaube ich, sollten wir uns erstmal auf diejenigen konzentrieren, auf die Ortskräfte konzentrieren, die hier noch festsetzen. Denn das gehört ja auch dazu, neben der Tatsache, dass in diesem Flieger einzelne Straftäter waren, dass wir es nicht geschafft haben, die Leute rauszuholen, die für uns den Kopf hingehalten haben. Und das ist, glaube ich, momentan das noch viel größere Thema. Aber das ist ja eine gleichzeitig absurde Situation, Julian. Einerseits versuchen wir gerade mit den Taliban ins Gespräch zu kommen, denen möglicherweise große Summen zu überweisen, damit wir noch Leute aus dem Land gegen den Willen der Taliban rausbekommen, die uns mal irgendwann geholfen haben. Und gleichzeitig sagt der Taliban-Sprecher, Freunde, kommt zu uns, euch passiert hier nichts, das ist ja absurd. Die Frage ist doch, wohin geht da die politische Dynamik in Deutschland? Ich würde prognostizieren, dass in Deutschland nicht über Monate das Gespräch sein wird, wie viele Ortskräfte haben wir jetzt rausgeholt, sind jetzt wirklich schon genug da, haben wir jetzt 70%, 80%, 90%, ähnlich wie bei der Impfquote, ja, haben wir jetzt schon wirklich genug aus Afghanistan nach Deutschland geholt, das wird nicht die Debatte in Deutschland sein. Die politische Debatte in Deutschland wird sein, gibt es noch einen Grund, dass die Menschen, die als Flüchtlinge nach Afghanistan zu uns gekommen sind, als Kriegsflüchtlinge, dass deren Aufenthaltsrecht in Deutschland jetzt nicht endet. Und da ist einfach die Frage, wie stabil wird das Afghanistan der Taliban? Es muss ja kein Afghanistan sein, mit dem wir Werte politisch übereinstimmen. Es muss ein Afghanistan sein, das stabil ist und in dem kein Krieg herrscht. Und ich glaube, das wird die entscheidende Debatte der nächsten Wochen und Monate werden. Ist Afghanistan so stabil, dass wir nicht mehr nur darüber sprechen, Straftäter oder ob wir Straftäter nach Afghanistan abschieben und zurückführen, sondern all die Menschen, die derzeit einen vorläufigen Aufenthaltstitel haben, da sprechen wir über Zehntausende, weil in Afghanistan eben Krieg herrschte. Wenn den Taliban das gelingt, was in ihrem eigenen Interesse ist und wofür sie von Russland, China, Pakistan mit Milliarden unterstützt werden, dann wird der Fluchtgrund
wegfallen. Und dann werden wir die Debatte in Deutschland haben, ist es jetzt nicht Zeit, Zehntausende, die als Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge zu uns gekommen sind, nach Afghanistan zurückzuführen. Ihr sagt auch immer Stabilität. Das war vorhin hier in der Runde mit Wolfgang Kubicki und Alexander Dobrindt auch das entscheidende Wort. Und auch Wolfgang Kubicki sagte, na, wenn es stabil ist, dann kann man auch wieder abschieben. Was bedeutet in dem Zusammenhang für euch beide Stabilität in diesem Land? Also die Abwesenheit von Krieg, von militärischer Gewalt? Also erstmal muss man ja vom Ist-Zustand ausgehen, Kai. Und ich möchte Julian da einmal hart widersprechen, denn Afghanistan besteht ja nicht nur aus Kabul. Was wir aus den Regionen drumherum hören, auch in diesen Tagen, ist, dass da Leute erschossen werden. Die Gefängnisse sind voll mit politischen Gegnern. Ich habe gerade aus persönlichen Geschichten, Begegnungen berichtet, dass sozusagen Leute verfolgt wurden, weil sie für US-Amerikaner gearbeitet haben. Und davon gibt es unzählige Fälle. Wir wissen, dass Reporter ohne Grenzen gerade darüber berichtet hat, wie Journalisten festgenommen wurden, die eigentlich auf einer Liste standen, die nach Deutschland kommen sollten. Also während sozusagen hier der Horror ausbricht darüber oder immer noch dort ist, die Taliban-Hölle, wie wir es nennen bei Bild, und dann darüber zu sprechen, dass jetzt Leute, die in Deutschland eine vorübergehende Heimat gefunden haben, hierhin wieder abgeschoben werden könnten, das empfinde ich als absurd und auch wird der Rolle Deutschlands in der Welt nicht gerecht, denn ich glaube, dass wir hier erstmal ein großes Versagen zu verantworten haben. Nicht nur, dass wir die Leute nicht evakuieren konnten, sondern dass wir das überhaupt zugelassen haben, dass dieses Land in der Situation ist. Und da, denke ich, sollten wir nicht zuerst über Abschiebungen sprechen, sondern darüber, wie wir den Menschen helfen können, die wir so im Stich gelassen haben. Das ist natürlich eine Sicht, die extrem von den Erfahrungen vor Ort geprägt ist. Und dafür habe ich auch volles Verständnis. Trotzdem würde ich sagen, sobald wir Hunderte von Millionen an Steuereuros an die Taliban überweisen, können Sie sich auch wieder um Ihre Staatsbürger kümmern. Und genau die Debatte läuft nicht nur zwischen euch beiden, sondern längst auch hier in der Innenpolitik, wie wir zuvor zwischen Wolfgang Kubicki, Peter Neumann und Alexander Dobrindt erleben konnten. Wir danken euch beiden für diese Diskussion, aber vor allen Dingen für die Einordnung, für die Analyse dieses so spannenden Interviews von dir, Paul, mit dem Taliban-Sprecher Mujahid, dass wir morgen früh, ja, das sind nur noch ein paar Stunden, ab 9 Uhr bei Bild Live weiterhin analysieren werden. Ein Interview, das exklusiv war und über das nicht nur Deutschland, sondern die Welt am morgigen Montag früh auf jeden Fall spricht. Danke euch beiden. Gute Nacht. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Ja.